Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Way of the Hunter. Für euch ist das jetzt 2 Tage her, als ich hier die Fasane gejagt habe auf dieser Wiese. Ich wollte gerade Insel sagen. Für mich ist das nicht so lange her. War da gerade ein Bär? Ich meine schon. Kann auch dieser Ast gewesen sein. Egal. Ja, das war der Ast. Verdammt. Also ich habe nur ein paar Minuten weitergeguckt und dann kam mir dieser Fasan hier, lief hier so lang und dann habe ich gedacht, na Gott, dann gehe ich eben mal 50 Meter weiter weg und dann pam pam und jetzt müsste das jedenfalls diesen Auftrag erledigen, hoffe ich jedenfalls. Ich krieg ein Geld. Na ja, gut, komm. Georgischer Jäger, Mission abgeschlossen. Sehr gut. Also, wir merken uns nochmal, wenn wir Mission abschließen wollen, müssen wir die auch wirklich markiert haben vorher. Sollten wir definitiv machen. Jetzt haben wir das abgeschlossen. Kriegen wir denn? Ah ja, guck mal, wir haben direkt das Geld bekommen. 1900 war die Belohnung. Gut, der Fasan als solches ist dann nichts wert, aber egal. Wir haben 1900 bekommen. Das ist mehr als nice. So, und wir haben immer noch die Wildenten zu jagen. Das ist eigentlich unser Ziel. Das ist jetzt irgendwie die ganze Woche schon unser Ziel. Es ist auch ein bisschen bedauerlich, dass ich da nicht so hinterher bin. Aber irgendwie, was soll ich sagen? Ja, wir gehen hier zum Fluss, genau. Ich finde halt keine Enten. Es könnte natürlich sein, also sagen wir mal, das ist jetzt gerade mein heißer Favorit für Erklärungen, dass es hier auf dieser Map gar keine Enten gibt. Ja, es hieß ja irgendwie am Wasser. Jetzt könnte man hier gucken, hier sieht man nicht so richtig viel. Wir müssten halt irgendwo Wasser finden. Tatsächlich ginge das hier am Wasser. Und hier ist auch eine Hütte, sehe ich gerade. Hier ist auch eine Hütte. Waren die Hütten schon immer eingezeichnet? Ist mir ein bisschen durcheinander. Also hier ist kein... Oh, hier. Wildente, Bedürfniszonen anzeigen. Okay, wir müssen nach Norden. Das ist ja crazy. Das hat mir keiner gesagt. Na, wo, wann werden denn hier die Tiere eingeblendet? Da ist eine Ente. Oder ist das erst... Aber jetzt mal, habe ich das übersehen? Oder ist das jetzt gerade erst eingezeichnet worden, nachdem ich das Lagerfeuer entdeckt habe? Wir müssen hier hin tatsächlich... Ach. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Mein Lieblingsspruch ist von Happy Kerkeling. Den kennt der eine oder andere vielleicht. Ein Comedian, ein schwuler Comedian. Mittlerweile sehr alt geworden. Irgendwie wie wir alle. So, jetzt habe ich das Stück jedenfalls aufgedeckt. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt zu dem Fragezeichen. Genau, das sind 700 Meter. Da werden wir auch ein bisschen zügiger unterwegs sein jetzt. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich hier nicht vorwärts komme. Ja, gut. Es war ja nicht umsonst, ne? Wir haben ein paar Tiere gejagt. Es war nicht umsonst. Das will ich jetzt so nicht gesagt haben, aber... Das sah schon wieder aus wie so ein Bär. Meine Güte. Meine Güte, bin ich streckhaft heute. Genau, also es war nicht umsonst. Trotzdem hätte ich die Ente natürlich vorher sehen können. Ich sehe schon die Kommentare unter den letzten beiden Videos. Ich sehe schon die Kommentare. Aber ich meine, es ist ja schön, dass sie jetzt mal eingezeichnet sind. Naja, gut. Wir haben jetzt Fasane gejagt. Ist ja auch was Schönes. Und einen Dachs haben wir gejagt. Das mit den Missionen finde ich ein bisschen ärgerlich. Also, ne, dass man das immer so... extra einstellen muss. Ich halte das nicht für zeitgemäß. Das sollte das Spiel selber hinkriegen. Zeitgemäß ist, glaube ich, auch mein neuer Lieblingsausdruck. Da schreibe ich mir vielleicht mal auf für die nächste Tagebuchfolge. Reden wir mal über den Begriff zeitgemäß. Wir nennen uns ja langsam hier Weihnachten und wenn ihr dieses Video hier seht, ist, lass mich mal ganz kurz gucken, ding, 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 Montag, Mittwoch, Freitag, dann ist Freitag. Das heißt, heute ist der Tag meines Urlaubsbeginns. Huhu. Wenn ihr das hier seht, habe ich Urlaub bekommen, gerade im Moment.
oder so, in einer Stunde oder so. Ungefähr. Ah, richtig nice. Ich freue mich da drauf. Geräuschentwicklung. Uiuiui. Okay, versuchen wir mal nicht so richtig laut zu sein. Was ist denn das Gebrülle hierher? Jetzt auf den Fasan nicht einfach abschießen. Nochmal so ein Weißwedelhirsch? Naja, warum nicht? Na, wahrscheinlich sind die schon abgehauen. Als sie mich gehört haben. Checken wir mal, was ist denn das für ein... Ach, das ist auch nur ein Ansitz, ne? Naja, gut, wir gehen mal dahin, dann haben wir den erledigt. Maultierhirsche. Also ich sag mal, selbst wenn das Maultierhirsche waren, die jetzt hier gerade wahrscheinlich verschreckt sind... Ja... Sind die hier, ne? Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so dramatisch. Scheint ziemlich viel los zu sein. Von Hirschen her. Wir wollen ja sowieso keine Maultiere. Maultierhirsche fangen, meine Güte. Wir gehen hier hoch und dann laden wir uns schnell ins Hauptquartier. Ich denke, dann bekommen wir doch auch neue Munition. Eine Munition muss man nicht einsammeln oder aufladen oder reloaden. Das scheint das Ganze von alleine zu machen. Neuer Anstand entdeckt. Das ist natürlich anständig. So. Aber das bedeutet leider nicht, dass wir hier mehr sehen können. Also die Frage, ob das passiert, wenn man da hochgeht. Na gut, wir versuchen das rauszufinden. Was ich witzig finde, ist, dass ich mittlerweile auch verstehe, wie die Geräusche funktionieren. Also, das wusste ich jetzt, dass das ein Fuchs ist. Ein Fasan kann ich mittlerweile... Hallo? Ein Fasan kann ich mittlerweile identifizieren. Also, man lernt schon was hier als Jäger. Man weiß ja nicht, wenn irgendwann eine Zombie-Apokalypse unterwegs ist, dann weiß ich ungefähr ein bisschen was zu jagten. Maultierhirsch jung. Aha. Und du hier, du bist ein Maultierhirsch erwachsen, weiblich, ruhig. Sind es nur zwei Tiere? Gut, aber man sieht trotzdem nicht mehr. Insofern mähen wir jetzt den ganzen Weg machen und hier zurückreisen. Wahnsinn. Na gut. Lange unterwegs gewesen jetzt. Und hier sind wir jetzt. Und jetzt müssen wir hier oben hin. Bedürfniszonen anzeigen. Ja, das ist ja schön, aber... Ja, schön, schön, schön. Rushing River Pass. Ist das? Müssen wir jetzt hier vielleicht... Lass mal ganz kurz gucken. Ich weiß, dass wir halt diese Dinger machen müssen. Also kaufen müssen. Anbauten, Fahrzeuge, Grenzen. Ah ja, genau. Transsilvanien? Was? Aurora Shores. Tikamun Plains. Das sind die anderen Maps tatsächlich. Und die anderen können wir uns noch nicht leisten, weil die einfach mal 4,5 kosten. Falls Reservoir, Haliwitch, She Devil und Diamond Drill. Aber das ist es gar nicht, oder? Pass mal auf, ihr seht ja hier, da ist doch hier auch ein Auto, eine Straße. Wir werden doch mal hier hinfahren. Wir fahren mal hier hin mit dem Auto. Hallo, ist da jemand gekommen? Bin ich alleine hier? Ich hoffe. Wir werden ein bisschen schlafen, weil die Zeit jetzt schon vorangeschritten ist.
ruhig mal bis 5.30 Uhr. Hervorragend. So, die Zeit hat sich geändert. Du bist nun bereit für die Jagd. Sehr gut. Ach, ich wollte doch vorher auch noch mal gucken, ob wir... Mist. Wie das mit dem Inventar und der Munition ist. Ich überlege gerade, wir könnten jetzt die Waffe für den Dachs kaufen. Oder alternativ die Waffe für... Ich muss genau das Lager öffnen. 4 haben wir, 5 haben wir, 6 fehlt halt. Und ich bin schon wieder... Kaufen. Wollen wir kaufen? Gucken wir mal. Wir können ja mal gucken, was kostet, ja. Hier. 7 mm 08 REM. Die Frage ist ja nun wirklich, kaufe ich einfach irgendeins oder gibt es hier Empfehlungen? Repetier, Magazinkapazität. Jagdstufe 2. Jagdstufe 6. Also eine große Flinte, ja, für so einen Bären oder so. Wir sparen mal. Wir fahren mal mit dem Auto dahin, wo wir hinwollen. Es ist noch super düster hier. Seht ihr überhaupt irgendwas? Warte mal, Was konnte man denn nochmal die... Und wo ist überhaupt unser Auto? Haben wir das hinten geparkt? Wo ist denn nochmal die Lampe? V, B, N, Nachtsicht, X, C, jetzt hier hinhocken, G, H, 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 H. H für Lampe. Wo ist unser Auto? Wo haben wir denn unser Auto geparkt? Hä? Haben wir das nicht hier am Haus geparkt gehabt? Ist da irgendwer mit unterwegs? Ich bin aber doch sicher, ich hätte das hier am Haus geparkt. Okay, wir gucken nochmal auf die Map. Also weit weggefahren bin ich damit definitiv nicht. Aber es gibt auch keinen Filter umschalten. Echo, Echos können wir auch mal gucken, wildendend, ja. Oder ist das hier so ein, die Zeit ist gerade noch nicht, warte mal, was ist das denn überhaupt für ein Eingang? Ach, guck mal, ist ja interessant. Na gut, wenn wir gerade mal hier sind, dann können wir auch natürlich mal gucken, ob wir Diorama wählen. Ne? Das ist jetzt schön, aber nicht das, was wir brauchen. Ist dann, können wir hier keine Dachse mehr ausstellen? Fasan fliegend. Vielleicht bei dem hier? Maultierhirschkopf, Bergziege, Dickhorn, Schaf. Nö, tatsächlich. Mal gerade oben gucken. Ob wir hier nochmal was hinstellen können. Vielleicht hier so ein paar Dachse? Nö, Diorama wählen. Wildentenweil, Rotfuchs, amerikanischer Dachs und Rotfuchs im Kampf. Diorama wählen und hier kann ich zumindest den ausstellen. Geht auch nicht. Kostet uns 300. Zwei Schneeschuhhasen. Nö. Das ist ja seltsam, oder? Das sind so kleine Dinge. Okay, wow, ich war hier noch gar nicht drin, oder? Was ist das denn hier? Wildente, naja, die haben wir noch nicht. Das sind etwas größere Dioramas, alles klar. Ich dachte, man kann einfach hier einen amerikanischen Dachs reinsetzen, aber nee, ist nicht. Rotfuchs im Kampf. Dann werden wir das wohl mal lassen mit den Dioramas. Alles nur für die Enten und den kleinen Kram. Wow, das
ist ein riesen Diorama hier. Für so ein... Wow, okay. Ja, ich sehe schon, das ist ja krass. Kann man das eigentlich hier anschalten, die Musik? Nein, ist gar keine Musik. Na gut. Aber ihr seht mal hier, das ist ja auch... Diorama ändern. Zwei kämpfende amerikanische Dachse. Das geht auch. Guck mal, Diorama ändern. Kostet uns 300. Aha. Haben wir jetzt 300 bekommen? Nee. Das haben wir ja schon so, ne? Ach so, ich sehe schon, das ist, tja, schade eigentlich. Präparationsassistent, hier haben wir jetzt zwei Dachse und den Rotfuchs. Ah, das heißt tatsächlich, könnte ich den amerikanischen Dachs mit dem Rotfuchs kämpfen lassen? Na, egal. Wir verplempern hier Zeit. Ich wollte eigentlich nach draußen gehen, beziehungsweise eigentlich 6.52 Uhr. Ja, wir schlafen mal noch eine Stunde. Bin ich bereit für die Jagd. Es ist ein bisschen heller, aber das Auto ist wahrscheinlich immer noch nicht da. Ja, crazy. Wo habe ich denn das Auto geparkt? Oh Mann, wo habe ich denn das Auto geparkt? Das ist ja ganz ungünstig. Interaktion. Fahrzeug rufen. Alles klar. Leute, es wird jetzt wieder ein bisschen lauter. So, wir fahren runter, dann halten wir uns unten links, rechts an der Doppelkurve, wie immer. Ist einfach sehr laut, ne? Gleichzeitig ist der Schießstand. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Ich glaube, wir hätten hier runter gemusst. Ja, jetzt sind wir ja da. Ich halte mal kurz an bei dieser wunderschönen Aussicht. Und ich möchte mal ganz kurz was fragen. Also diejenigen, die jetzt noch dabei sind, ja. Es ist laut, ich weiß. Aber hättet ihr Bock auf SnowRunner? Ich bin so hin und her am Überlegen bei diesem Spiel. Ich finde, SnowRunner ist wirklich ein schönes Spiel. Aber es wird mich zu Weißglut bringen. Und es ist halt laut. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das wäre so ein bisschen wie hier, alleine, ohne Tiere, ohne Jagen. Nur mit Fahren. Ja. Schreibt da mal was. Auch da mal ein Feedback. Ich muss noch mal ganz kurz, ich hatte doch einen Wegpunkt gesetzt hier, oder? Ah ja. Schön.
Ja, jetzt sind wir hier und wir müssen aber irgendwie da hoch zu den Wildenten. Tja, das ist ein bisschen die Frage, wie kommen wir da hin? Ich würde mal sagen, hier über diese Straße, könnt ihr das überhaupt sehen? Hier ist so eine Straße. Da fahren wir jetzt mal lang. Also wir biegen hier rechts ab, bleiben auf der Straße. Sag mal, das hier ist unser nächster Weg. Wir biegen hier rechts ab. Und bleiben wir auf der Straße. So kriegen wir auch ein bisschen die Fahrkilometer rein. Müssen wir auch mal irgendwann skillen. Auch wenn es sehr laut ist im Zuschauerraum jetzt. Heiliger. Weißwedelhirsch. Alles nimmt Reis aus. Dürfte ja auch alles gut. Was haben wir denn hier? Maultierhirsch. Aber das waren jetzt Weißwedelhirsch, oder? Wir fahren mal weiter und ich würde mal sagen, hier ungefähr bleiben wir mal stehen, gucken, ob das hier noch so ein Weg ist. Könnte sein, dass das ein Weg ist, den wir dann laufen wollen. Oha, ich sehe gerade, es gibt Gewitter. Ach du heiliger Bimbam. In 3 Stunden um 10 gibt es Gewitter. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Oh wow. Ah, gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Jetzt bewegen sich die Tiere, das ist ja lustig. Ich habe euch vom Auto aus gesehen, jetzt kann ich euch nicht sehen, weil ich zu klein bin. Naja, wenn das mal nicht Quatsch ist. Ja, doch, weil. Das stimmt schon, glaube ich, weil man ja hier ein bisschen erhöhter ist. Ah ja, guck mal, hier ist ein Weg. Das heißt, der Weg fährt tatsächlich bis zum See. Ich würde sagen, den gehen wir zu Fuß. Wir lassen das Auto hier stehen. Dem kann ja nichts passieren. Dann gehen wir den Rest zu Fuß. Müssen wir noch neue Markierungen setzen. Man kann es echt schlecht sehen. Nee, Alter, Alter. Also gut, in die Richtung ungefähr, grob mal geschätzt. Was ist denn das für ein Tier da hinten? Oh, sieht aus wie ein Elch. Jetzt guckst du mich so an, Elch. Elch, Pelch, Schmelch. Ah. Jetzt die ganze Woche 3 Enten gejagt. Also ihr könnt davon ausgehen, dass dieses Let's Play mindestens bis 2025 geht.
Und in der letzten Folge habe ich es schon mal gesagt, es kann sein, dass es um Weihnachten herum ein paar Streams gibt, wo wir uns die anderen Karten mal angucken. Also am besten mal, wenn ihr da Bock drauf habt, euch das auch anzuschauen, ja, könnt ihr spontan gucken, ob ihr mich erwischt. Oder wenn ihr es nicht so spontan haben wollt, wächst Kanadisch-Elch, dann schaut gerne... Enzyklopädie. Dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Stufe 6, hervorragend. Die großen Tiere sind Stufe 6. Und dann könnt ihr nämlich in der Videobeschreibung Links finden zu meinem Discord-Kanal. Da freuen wir uns immer über neuen Zuwachs. Da sind schon über 30, 40, 50 Leute vielleicht drauf. Ungefähr so. Und ich muss mal nachgucken, ob ich das irgendwo sehen kann. Vielleicht sind doch nur 30. Ich habe viel zu viel gesagt, jetzt könnte sein. So. Alarmiert. Westkanadischer Elch erwachsen. Du bist alarmiert. Das ist alarmiert bei dir. Die Männchen haben diese schicken Geweihe. Einer. Ich hoffe nicht, dass sie angreifen. Genau, da gibt es Discord-Link und auch einen Twitch-Link. Ich heiße bei Twitch ein bisschen anders als hier, von daher nicht erschrecken. Genau, dann können wir uns da an Weihnachten mal sehen. Ich habe schon ein bisschen an Weihnachtsprogramm überlegt und habe mir auch schon ein paar Sachen überlegt. Also wirklich, ich freue mich da drauf. Das wird richtig cool. Vor allem wird es entspannt und es wird vielleicht auch den einen oder anderen Glühwein geben. Ja, also nicht wundern. Hauptsache, es ist entspannt. Ne? Das ist ein Programm für erwachsene Menschen. Sage ich auch mal dazu. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist erwachsen genug, dann komm doch gerne rein. Ja, nimm dir einen Keks oder Kakao oder was auch immer und dann geht's los. Hier dürfen wir jetzt, obwohl das Gebiet uns nicht gehört, auch irgendwie jagen, scheinbar. Ja. Es ist halt auch schade, dass die anderen nicht angezeigt werden. Vielleicht sind das die Hütten. Vielleicht darf man die Hütten nur haben, wenn man vorher 4.500 Tacken hingelegt hat. So ein bisschen wie Airbnb. Nur in sehr teuer. Mal hier ganz kurz nochmal gucken. Guck mal, hier empfohlene Aufprallenergie 3000 bis 5800. Das ist ja natürlich krass. So, ab hier würde ich dann mal sagen, gehen wir mal langsam, langsam vor. So, okay, wir gucken uns mal deren Bedürfnisgebiete an. Rechtsseitig ist auch noch ein, tja, was soll da jetzt bloß sein? Wahrscheinlich ein Anstand oder sowas. Mal ganz kurz gucken, kann man bei diesen Anständen auch schnell reisen? Nee. Oh, um die Echos müssen wir uns auch mal kümmern. Tja, die Frage ist, könnte natürlich auch ein Lagerfeuer sein. Ah. Wie viel ist das denn? 190 Meter, dann machen wir das mal schnell. So ein Lagerfeuer wäre halt einfach für die Schnellreise richtig gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen so der Punkt, dass man das erst nochmal freischalten muss. Es gibt einfach so viel zu tun gerade, das macht echt Spaß. Obwohl man ja eigentlich nur denkt, man rennt hier durch den Park und schießt auf Tiere. Aber so ist es tatsächlich gar nicht. Ne? Es ist schon, man hat eine Menge zu tun. Ja, Hallöchen, das sieht ja sehr nach einem... das sieht sehr nach einem Lagerfeuer aus. Hervorragend, hervorragend. Ach, ich liebe das. Sehr gut. Neuer Lagerplatz entdeckt. Hier, das wird wahrscheinlich ein Anstand sein dann, ne? Aber das brauchen wir nicht mehr machen, das brauchen wir nicht mehr tun. Wir können schnell reisen. Schlafen können wir hier auch hervorragend. So, hier hängt nur ein Zettel, aber ihr wisst ja, den lesen wir uns trotzdem durch. Echte Jäger schießen nicht auf Enten am Boden. Jäger sollten keinen unfairen Vorteil genießen und das Wild sollte eine vernünftige Chance zur Flucht haben. Das ist eine der wenigen Regeln, die für uns wie eine ethische Jagd, gegeben haben. So entstand das Sprichwort, keine sitzenden Enten schießen. Wir haben schon so viele Vorteile, warum sollten wir es noch, uns noch einfacher machen? Beweise mir, dass
und dir selbst, dass du ethisch jagst. Wallace Elliot Willow. Schieß nicht auf sitzende Enten. Puh, also weiß ich jetzt auch nicht genau. Opa, das ist jetzt aber auch... Erlege 5 fliegende Veilchenenten. Okay, haben wir überhaupt schon die Idee, was Veilchenenten sind? Ich glaube nicht. Wir können Wildenten erstmal jagen. So, jetzt aber zur Wildente, 230 Meter. Wir kommen von der richtigen Richtung. Neun Meter die Sekunde. Eieiei. Den Wind habe ich natürlich nicht berechnet beim Schießen bisher. Tatsächlich fällt mir das gerade erst auf. Oder mal wieder. Das kann auch sein. Westkanadischer Elch. Ah, ich muss sagen, in der letzten Folge, dass wir da diesen Hirsch erledigt haben. Ah, das hat schon irgendwie richtig gut getan. Ich werde mir bis zur nächsten Woche nochmal Videos anschauen, was die Bedeutung der Waffen angeht. Ob es da besonders gute gibt oder weniger gute. Bevor ich jetzt irgendwas kaufe und es nachher quasi bereue, dass ich da Schund gekauft habe, ja, hilft es vielleicht, sich kurz mal zu informieren. Ich sehe keine Enten. Westkanadischer Elch, erwachsen, weiblich, ruhig. Du bist auch weiblich. Und da ist das Männchen, einer. Also wahrscheinlich Mama, Tante und Junge oder so. Na, hoffentlich macht er da keine Inzucht, klar. Und verlassen Elche irgendwann ihre Peer Group? Um woanders dann Weibchen zu finden oder so? Weiß man nicht. Ich weiß so wenig über Tiere. Wisst ihr viel über Tiere? Jetzt mal ehrlich. Alarmiert. Erwachsen männlich. Das ist der Fadi. Okay. Fadi, chill. Ich bin für die Enten hier. So ein bisschen die Frage, ob der mich angreift oder nicht, ne? Nein, er läuft weg. Das ist okay für mich. Erwachsen, männlich, erschrocken ist er jetzt. Und der Sohn läuft auch weg. Der ist ruhig. Das ist doch irgendwie nicht ganz richtig, oder? Ich verstehe jetzt nicht, warum der ruhig ist. Ist das jetzt hier so ein Elchgebiet? Ich hoffe nicht. Ja, doch. Aber es wurde mir versprochen, dass sie auch Enten sind. Also weder am Wasser noch im Wasser. Was haben wir denn hier? Ah, Veilchenente. Ja, das ist natürlich die falsche Ente. Die Veilchenente ist die falsche Ente. Die ruhen hier. Das
Das ist schön für die Enten. Kommt ruhig näher. Ich meine, kommt ruhig runter. Setzt euch hin. Pass auf, wir haben doch diese Entenpfeife hier dabei. Schießt man die jetzt aus der Luft? Jetzt mal ernsthaft? Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen voreilig, das Ganze. So, erwachsen, männlich, Geschlecht. What the heck? Also, sorry, aber da... Die jetzt runter hier. Shit. Kommt wieder zurück. Na kommt schon, kommt zurück. Ruhig. Gerade waren hier so viele Tiere in der Luft jetzt hin nicht mehr. Nur weil ich mal ein bisschen geschossen habe. Ich kann sie noch sehen. Ihr seht ihr sie auch noch, oder? Da sind sie. Gut, also, was können wir festhalten? Es eignet sich nicht, das Gewehr eignet sich nicht, um in die Luft zu schießen. Wir müssen die Tiere zum Landen bringen. Ja, ich muss leider sagen, dass ich Entenjagen auch im The Hunter ganz schlimm finde. Also Vögel jagen finde ich schlimm. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann halt nicht abschätzen quasi, wie weit die sozusagen sind. Das macht es natürlich nicht so einfach. Geräuschentwicklung. Ja, das sind irgendwelche Elche, die ich nicht haben will. Freunde der Nacht, wir haben zumindest mal Wildenten gesehen. Und dann haben wir sie verschreckt. Das ist doch gut. Trotzdem werden wir wahrscheinlich in dieser Folge keine mehr finden und auch keine mehr jagen. Aber in der nächsten Folge werden wir dann so richtig loslegen mit der Jagd, ne? Nach Enten. Finally. Zieht Enten an. Wir riechen mal wieder genau in die Richtung. Ich weiß nicht, ob Enten davon auch betroffen sind. Also offensichtlich sind Enten sehr geschwätzige Tiere. So oft, wie ich hier den Enten locker machen kann. Aber gut, dass wir die noch dabei haben. Ich glaube, vielleicht funktioniert das so ähnlich, sag mal, wie bei Call of the Wild. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass man die Enten zum Boden bringen muss mit dem Caller. Und
dann kann man quasi sich anpirschen und auf sie schießen. So ist da ein bisschen die Taktik. Aber hey, wir haben Wildenten gefunden, endlich mal. Und ich sag mal, selbst wenn wir jetzt noch auf eine schießen würden, wir würden es ja eh nicht mehr schaffen, die dann noch zu fangen und einzusammeln. Deswegen hören wir einfach an der Stelle auf für heute. Aber wir haben schon mal eine Idee, dass wir die jetzt nicht unbedingt am See finden müssen, sondern höchstwahrscheinlich irgendwo in der Luft. Und das ist auch schon mal cool. Das ist doch schon mal was. Lagerplatz Schnellreise. Oh, wir machen das. Wir schnellreisen mal zum Lagerplatz. Und von hier aus werden wir nächste Folge, also nächste Woche, weitermachen. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dieser Woche. Und ich freue mich auf Rückmeldungen aller Art. Macht's gut. Ein schönes Wochenende euch. Tschüss.